Ja, hallo meine lieben Freunde, und was geht? Ich begrüße euch jetzt im vierten Teil Port Reloaded. Letztes Mal hatten wir ja schon die Lichtwirkung freigeschaltet. Bin mal gespannt, was jetzt noch sonst dazukommen wird. Und dann würde ich sagen, dann schalten wir auch einfach mal direkt rein. Good news. We found a way to make these turrets more durable. They should now also work in the future. Alles klar. Most of them, anyway. Should you find a defective turret in the future, feel free to mark this as a flaw in your test report. Okay, ja, das kennen wir ja schon. So. Nee. Alles nicht. So, genau so will ich das. Okay, Q. Oh. Wie mach ich das jetzt am besten? Ich muss da ja durch. Aber wenn ich das wegmache, dann sehen mich die da. Wie kann ich jetzt beide ausschalten so? Ja, ich muss wahrscheinlich genau hier so. Dann bis damit in die Zeit und den so, genau, dann bin ich schon mal hier. Okay, und jetzt kann ich hier das ausmachen. Also ich würde hier schon mal das machen. Und vielleicht so. Damit ich dann hier. So, jetzt habe ich schon mal den Cube. Jetzt muss ich überlegen, wo muss dieser Cube hin? Ein Cube muss hier wahrscheinlich hier hin. Genau, dann geht auch die Tür auf. Und brauche ich jetzt den alten? Ich weiß es gar nicht so genau. Ich nehme ihn mal mit. An sich. Weiß ich gar nicht. Ich muss hier. So. Ah, okay, ich verstehe. Da geht auch das nicht. Dann gehe ich hier erstmal so zurück. So. Wie komme ich jetzt da hoch, ist die Frage. An sich sollte das am besten aus dem Grünen kommen. Dort. Aber das geht nicht. So, wie komme ich jetzt da am besten hoch? Wie komme ich da am besten hoch?
Okay, also. Muss wahrscheinlich irgendwie so gehen, dass ich hier das von dem... So würde es theoretisch gehen, aber ich komme ja nicht da hoch. Deswegen würde ich vorschlagen, lass mal das erstmal hier irgendwie so. So, und dann könnten wir theoretisch hier... Ja, war jetzt nicht die feine Art, aber ist schon okay. Nicely done. And don't worry, you won't encounter any turrets between the test chambers. Except for these ones. At this point, you might rightfully be asking yourself why we put you through all this. Okay. This testing track was built as a failsafe. My job is to ensure that testing can continue, no matter the circumstance. You see, this facility is largely controlled by one entity. For some reason, this entity seems completely unresponsive. 20 years from now. That's why the future looks the way it does. We have lost all control, and we need to find a way to restore it. Mhm. Also, ich muss jetzt irgendwie dahin. Mein Vorschlag wäre, da ein blaues Portal machen und dann so rüberjumpen. Das war jetzt leicht. Aha. Okay. Also, was haben wir hier? Hier ist eine Light Bridge. Die Musik ist auch wieder so toll, ne? So. Was ist das? Ich verstehe noch nicht ganz, was das macht. Also es aktiviert auf jeden Fall eins. Und das andere wäre... Das okay, was ist hier? Ah, okay. All den brauche ich. So. Jetzt bin ich hier in der anderen Timeline. Trotzdem kurz wissen, was da ist. Ups, das ist Tod und Verderben. Gut, dann nehme ich an, es dort auch Tod und Verderben. Tod und Verderben. Kann ich diesen Würfel hier durchschicken? Oh. Alles klar, der macht jetzt sowas. Okay. Und was ist in der anderen Timeline? Ist exakt dasselbe. Oder? Ja. Da möchte ich hin. So, also erstmal Würfel holen. Dann am besten. Ja, andere Würfel bleibt erstmal da drin. Okay. Ich kann also den Würfel da so bouncen lassen. Und wenn ich ihn irgendwie, wenn ich es irgendwie schaffe, den aufzuhalten, dann rutscht er dann da durch und dann da drauf. Also muss ich jetzt einen Weg finden, wie... Geht das? Okay. Warum nicht? Oh! Er fällt. Alles klar, er fällt nochmal da rein. Ich verstehe. Aber was passiert denn hier? Ich verstehe jetzt noch nicht genau, was das da macht. Alles an sich genauso aus. Also was kann ich mit einem machen?
mit einem Würfel, dass der eine dort hängen bleibt. Also der ist ja auch für die Light Bridge hier. Ja, der macht halt immer nur das. Aber das will ich ja eigentlich gar nicht. Eigentlich möchte ich ja... Eigentlich brauche ich diese Bridge. Also der eine Cube steht da. Was könnte ich jetzt tun? Ich könnte den halt so springen lassen. Dann springt er da auf jeden Fall. Aber das hilft mir nichts. Also irgendwie muss ich diesen Würfel jetzt aufhalten. Ups. Upsi-dupsi. So. Also machen wir das nochmal. Jetzt ist der ja am Rumspringen. Wie kriege ich den? Okay. Also, normalerweise wäre meine Intuition, den jetzt einfach hier drauf zu legen, aber dann passiert nichts. Und was eigentlich passieren muss, ist, dass der da aufgehalten wird. Hatte irgendwie gedacht, so durch eine Light Bridge, die man hier oben hin macht und so, aber die Light Bridge geht ja nicht an. Man die einfach so gegeneinander dotzen lassen. Ah. So. Warum kann ich jetzt da oben kein Portal hin machen? Also irgendwie, ups. Kann ja mal bitte aufhören, sich zu bewegen. Danke. Aha. So. Aber wieso geht jetzt die Light Bridge nicht? Ah, jetzt geht's, ja? Gut. Ich brauche jetzt am besten... Ups. Shit. Einen Ort. So. Thank you.
Wie komme ich jetzt da raus? Das muss ja eigentlich in der anderen Timeline sein. Okay. Also vielleicht muss ich in der anderen Timeline anfangen. Also die schon da setzen. Und dann da durchgehen. Hier. Wieso geht das jetzt da nicht? War doch nicht gerade eben dieses Ding an? Nee, ich glaube, das kam aus dem nur raus, ne? So. Also. Dann muss es doch eigentlich so sein. Ich muss das hier. Ach Gott, komm schon. Frag dich, warum es manchmal geht und manchmal nicht. Jetzt ist es ja das Falsche. So. Also. My possibilities. Ich müsste ja eigentlich, also so geht's ja nicht. Ich kann nicht einfach so machen, zack, weil da komme ich nirgendwo rein. Ja. Was man machen könnte, wäre hier springen. Also irgendwie da fliegen. Hochspringen. Ja, schauen wir mal, wie das gehen kann. So, und das da im Endeffekt jetzt halt irgendwo anders hin. Das ist doof. Es geht ja eigentlich dann nur hier. So. Ja, also irgendwie so. Genau. So. Ja, genau. Well done. You have proven yourself to be quite capable. Keep going, and you might actually fulfill your true purpose in all this. Ja, dann gehen wir mal weiter. You are in the home stretch now. Only a few more chambers until this testing course is over. Time to introduce the last new testing element. Yep. These Aperture Science excursion funnels will mostly work in both timelines. Have fun exploring all your options in the next chamber. Uff, ja, also das wird bestimmt kompliziert. Holy shit. Okay. Falsche Richtung. Okay. Die Dinger sind ja schon kompliziert genug. Einfach so. So, also erstmal mit dem blauen am besten. Dahin, wo ich halt hin will. Nein! Oh. Nein, er kann da nicht durch. Stimmt. So. Also, probieren wir das nochmal. So. Was passiert denn jetzt? Aha. Es ist orange geworden.
Und jetzt könnte ich halt genau das gleiche so rum machen, um den wiederzuholen. Das ist ja schon mal ganz nett. So, und jetzt irgendwie dahin. Also. Ja, das wird nicht gehen, ne? Nee. Wie komme ich jetzt am besten da hoch? Lass den einfach mal hier. Aha. Ah, da kann ich nicht durchschießen, ne? Was ich, wenn ich so mache? Das bringt mir aber auch nichts so. Ja, also ja. Okay, ich glaube, ich hab's. Ich muss in der alten Timeline hochgehen und dann durch das grüne Portal hier hinfliegen. Und dann fliege ich ja hier hin. Den Würfel kann ich aber nicht mitnehmen. Es sei denn, der Würfel ist in der anderen Timeline kaputt. Also dieses Ding. Nee, das ist auch da. So. Also. Den Würfel kann ich ja nicht mitnehmen. Ups. Das war jetzt natürlich doof. Da macht man natürlich was anderes. Das war. Ich bin so. Why am I so retarded? So. Also. Jetzt aber. So. Und dann geht's von hier ab nach da. Schön. Wie kriege ich jetzt diesen Würfel dahin? Nein, einfach so zur Seite rausspringen hätte wahrscheinlich nicht funktioniert. Ich kann natürlich versuchen, irgendwie mir den einen Würfel wiederzuholen. Okay. Habe ich es jetzt schon verkackt? Ich hätte wahrscheinlich was anderes machen müssen, ne? Also ziehe ich den ja nur so da ran. Ich hätte den irgendwie halt. Ja. Aber wenn ich den quasi so hinlege, hier hin, dann könnte ich den, oder halt hier hin, so, und dann so, ah ne, das zieht ja. Das zieht ja, also dann hier hinlegen, und dann zieht er so, und dann hier so, und dann zieht er so, und dann schnell so, und dann müsste er hochgehen. Und dann könnte ich ihn runterfallen lassen, über das grüne Portal. Nee, oder? Nee, einfach, jetzt wird dann da hochgezogen und dann mache ich so. Und das, ja, genau. Also, dann machen wir das nochmal und diesmal präparieren wir meinen Würfel. So, dass ich den gut mitnehmen kann. Also. Nochmal. Das hier muss so sein, das ist richtig. Und das hier geht an. So. Genau.
So. Oh, ich hoffe, das reicht. Ah, es reicht. Ah, so knapp. So knapp. Okay. Dann probieren wir das nochmal. Zu Papa. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay. Gut. The time bending technology used to create these time portals is only stable in one specific configuration. We cannot choose the exact point in time to which the time portals will lead. We can only take a small glimpse of what the facility looks like 20 years from now. What exactly transpired is still unknown, but the data we collected points to a single rogue test subject. Rogue test subject, alles klar. Gut. Dann würde ich trotzdem sagen, beenden wir erstmal hier diese Folge Portal Reloaded. Und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal. Haut rein!